Bleib hier. Über Ritter. So, jetzt greift ihr verdammt nochmal an. Okay, die Vorsicht der Kanonen hat sich jetzt auch gerade schon wieder erledigt. Denn die waren dann doch endgültig nicht so stark, wie ich erwartet hatte. Ich denke sogar, das könnte es jetzt fast gewesen sein. Was hier oben? Ach, hat er da ein Wachturm hingebaut, ist ja niedlich. Ja, muss er machen, ohne meint. Los, komm, Leute, ich brauche Einheiten. Sind nur noch 5 Minuten. Memphis muss unbedingt fallen in der Zeit jetzt. Unbedingt, da gibt es jetzt kein Gerede daran. Jetzt brauche ich ganz fix Nachschub, echt. Ja, die produzieren, was sie können. Viel mehr geht halt nicht. Es sind noch viel mehr Einheiten. Mit Infanterie einnehmen. Naja, geht ja los. Aber ich vermute, das könnte etwas schwieriger werden als gedacht. Da ich nicht so viel Infanterie zur Verfügung habe. Ah, jetzt macht halt die Kunden da tot. Das gibt's doch nicht. Die jagen hier schon wieder meine Kanonen und ihr steht da noch rum und schaut zu. Ja, ich weiß schon, die greifen hier an, aber doch nur mit dem komischen Pfeil. So, dann repariert halt kurz die Stadt. Geht hier hin dann. Los, komm, sind noch 3 Minuten Zeit. Nein, was Gutes hat's ja schon mal. Ja, und zwar, dass gleich sämtliche meine Kanonen weg sind. Wieso habe ich eigentlich so einen Haufen Kanonen, so wenig Fußvolk, Soldatenzeugs? Jetzt kommt wieder neues Fußvolk, Soldatenzeug. Irgendwie macht mein Computer ja auch die ganze Zeit merkwürdige Geräusche. Ach, jetzt nehmen sie doch mit, die Einheiten. Ich sehe schon, es wird wohl nichts werden, die Stadt mal zu erobern, einfach aus Mangel an Infanterie. Nun ja, schade, schade, schade. 2 Minuten 20 Sekunden. Ey, wenn das jetzt noch klappen würde, wäre ich wirklich sehr verwundert. Dass ich einfach nicht so viel Einheitenmassen habe wie die. Wie die. Die bösen Gegner. Scheiß Ägypter, ey, echt. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich kann nicht so viel dagegen ausrichten. Tja, und meine Zeit ist abgelaufen. 1:43. Abgesehen davon. Wieso kommt eigentlich oben wieder gar keine Einheit mehr raus? Ach, da sind sie mir doch ausgegangen. So ein scheiß Pech aber auch. Na gut, es hat sich gegessen, denke ich. Ich werde die Schlacht nicht gewinnen. Ist nur die Frage, ob ich die jetzt direkt nochmal spiele. Denn ich weiß ja vom Prinzip her, wie es funktionieren kann. Muss mir nur eher die Inseln schnappen und vielleicht hätte ich auch einfach hier. Müsste mir jetzt richtig auf den Nerv gehen. Vielleicht hätte ich hier auch anstatt dieser ganzen Türme einfach noch 3 Kasernen hinsetzen sollen.
und dann mit diesen relativ einfachen Infanterieeinheiten einfach hier drüben alles überrennen sollen. Hätte vielleicht was draus werden können, wer weiß es schon. Genau. Das würde nämlich auch einiges Zeit sparen. Weil ich mir dann diese ganze elendig lange Überfahrt einfach mal sparen könnte. Tja, Leute, wenn das Spiel nicht nur 23 Sekunden noch gehen würde, sondern noch ein bisschen länger, dann würde eure komische Hauptstadt einfach mal fallen. Aber so habt ihr natürlich wieder mehr als Schwein gehabt. Echt? Naja, zumindest habe ich einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt. Ach ja, es sollte nicht reichen. Niederlage, sie haben die Schlacht verloren. Ja, Karte untersuchen, mache ich das doch mal fix. Ja, wie gesagt, er hat hier noch ein paar Einheiten. Und ansonsten sieht es auch ziemlich mau aus. Also ich kann da nicht mehr so viel entdecken. An Einheiten, die er zur Verfügung hat. War mit seinen Ressourcen sicherlich ein bisschen erschöpft. Obwohl hier ist hier noch ein Stall und noch zwei Kasernen und noch eine Belagerungswaffenwerkstatt. Aber es sind einfach nicht viele Einheiten noch auf dem Feld. Was ich mal darauf hindeutet, dass er einen Großteil hier hat. Nun gut, das passiert halt. So, Erfolge. Schauen wir doch mal nach. Ja, er hält einen Rekord. Natürlich. Wer auch sonst. Ich habe ja nichts gerissen. Aber ich habe die bessere Armeewertung. Und dann ist es trotzdem schade zu sehen. Was für eine riesen Armee. Was sind das hier für eine Information die ganze Zeit? Ah ja. Naja, ich konnte nichts reisen, trotz meiner tollen Armee. Da der Kampf einfach viel zu lang gedauert und er hat doch das meiste Territorium. Städte und wirtschaftlich bin ich aber besser gestellt gewesen. Armeegröße sowieso. Schaffende Einheiten auch. Aber er hat mehr vernichtet. Verlorene Einheiten. Das ist ein bisschen unlogisch eigentlich. Da müsste ich ja jetzt noch 500 Einheiten auf dem Feld haben, wenn ich nur so viel verloren habe. Also so, Pi mal Daumen. Zumindest 300. Ne, 400. Aber offensichtlich wohl doch nicht. Er hat 4 Städte verloren. Okay, dann zählt er das vermutlich immer doppelt, wenn man das einnimmt und wieder verliert. Entwicklung. Zeitalter Schießpulver. Ja, er war ein Mühe schneller. Ja, gut. Keine 30 Sekunden, aber passiert nun mal. Ruhm. Ich habe mehr Bürger, 90 Bürger. Echt so viel. 6 Städte. Und er hat aber mehr Prozent des Territoriums. Weltwunder haben beide nicht gebaut, ist ja auch überflüssig. Finde ich irgendwie im Moment noch. Spielergeschwindigkeit ist ganz okay, denke ich. Zurück nochmal fix einen Blick auf die Diagramme geworfen, denn die finde ich immer sehr interessant. Ach, Sala lag doch ziemlich lang vorne mit dem Punktestand. Ich denke nämlich, der absolute Punktestand ist entscheidend. Was den Sieg angeht. Militärdiagramm? Ach Gott, absolut überlegen die ganze Zeit. Aber es ist trotzdem, was es bei mir für Knicke ausmacht, so ein Angriff. Für Schwankungen. Und bei ihm. Ist ja echt lächerlich. Territorium. Naja, ich habe mich versucht anzunähern, aber ich habe es nicht anders erreicht. Schade, wenn ich vielleicht noch Memphis geholt hätte, hätte ich ihn vielleicht eher ein Stück runtergekommen und nicht ein Stück hoch, dann wäre es vielleicht eine Ebene gewesen. Rohstoffe. Okay, er hatte ein paar Einbrüche zu verzeichnen. War ich aber nicht. Aber ist ja auch egal, ich werde eher nach Rohstoffgrenze Rohstoffe abgebaut. Von daher kann ich da nichts mehr viel dagegen tun. Und Technologien hatte ich auch alle. Und das war die Zeitlinie. 2 gewonnene Schlachten. Aber letzten Endes trotzdem verloren.
Schade, ich hatte eigentlich ziemlich viele gewonnene Schlachten. Gerade hier so um die Stadt. Nun gut, das war es erstmal bis hierhin. Ich spring mal weiter zur strategischen Karte. Mal schauen, was da abgeht. Ah ja, die Niederländer haben ihnen den Krieg erklärt. Subi, danke. Botschaft der Niederländer. Wie alle möchte gern Despoten in der Geschichte haben sie sich völlig übernommen. Bereiten sie sich darauf vor, wie ihre Vorgänger in die Mittelmäßigkeit abzusinken. Okay. Die Niederlande greifen sie in Mitteleuropa an. Wo? Da. Ach, hier. Puh, die wollen Polen haben. Und dann setzen sie gleich noch ihre Armeen in die Heimat. Habe ich irgendeine Armee? Ja, ich hätte hier Armeen. Die werde ich dann nochmal zur Verteidigung hier ranziehen müssen. Also die nach da und die nach da. Hier unten die Armee hat sich ja irgendwie offensichtlich aufgelöst, gerade eben. Eben. Aber ich werde jetzt erstmal kurz den Feldzug beenden. Genau, kann man erst speichern und beenden. Und ich setze das nächste Mal fort. Da ich jetzt gerade zu frustriert bin nach dieser Niederlage, dass ich ja nicht in Nordafrika einmarschieren konnte. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye bye und bis bald. Ich bin gespannt auf die Niederländer.